Hallo, grüß euch. Also, ohne Musik würde es für mich überhaupt gar nicht funktionieren. Und nachdem Ossi Huber und Band zurzeit nicht auftreten können, dies aus verständlichen und nachvollziehbaren Gründen, habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt einfach her und singe euch ein Lied. Der Text dazu ist mir vor mittlerweile fast 10 Jahren eingefallen. Und ist bekannt worden weit über die Grenzen hinaus. Wohl deshalb, weil er viele Menschen zum Nachdenken gebracht oder angeregt hat. Und ich finde, genau das soll der Text eigentlich machen. Geh einmal kurz in die. Wenn du glücklich bist, wunderbar. Wenn du dein Leben gern anders hättest, als es ist, dann ist das Lied für dich. Stell dir vor, du bist krank. Unheilbar, sagt der Arzt. Was ist dein Leben jetzt noch wert, hm? Sowas denkt man ja nie. Du, bleib einfach einmal stehen. Nimm dir jeden Tag 5 Minuten Zeit und denk über die und dein Leben nach. Jeden Tag. Nur 5 Minuten. Wenn du das schaffst, nur eine Zeit lang, dann wird irgendwas in dir wach. Das ist deine Chance, komm, nimm dir jeden Tag nur 5 Minuten Zeit für dich und denk doch einmal übers Leben nach. Über die Hektik, der Tüchtigkeit und übers Geld. Unter der Wichtigkeit sei endlich still und setz dich nieder und dann lach. Ah, bis auf einmal ruhig wird, als hätte es gerade zum Schneiden angefangen. Eine Stille legt sich übers ganze Land. Auf einmal spürst du dich als ein Ganzer, merkst, was wirklich wichtig ist, weißt, was wirklich richtig ist, du hast erkannt. Das ist deine Chance. Komm, nimm dir jeden Tag nur 5 Minuten Zeit für dich und denk doch einmal übers Leben noch. Über die Hektik, der Tüchtigkeit und übers Geld. Unter der Wichtigkeit sei endlich still und setz dich nieder. Und dann lach. Jetzt hast du das Gesatzel fertig gelesen, bist 5 Minuten traurig gewesen, hast es überstanden in einer Viertelstunde. Morgen kannst du wieder weitermachen. Über die 5 Minuten lachen, weil du weißt, du bist ja gesund. Das ist deine Chance, komm, nimm dir jeden Tag nur 5 Minuten
Zeit für dich. Und denk doch einmal übers Leben noch. Über die Hektik, deine Tüchtigkeit und übers Geld. Und da deine Wichtigkeit sei endlich still und setz dich nieder und dann lach. Das war deine Chance. Genau. Und als Chance sehe ich all das, was jetzt abgeht, auch als Chance für den ganzen Globus, für die ganzen Menschen, aus dem einfachen Grund, weil wir gewissermaßen aus einer Matrix herausgedrängt werden durch einen Virus, der sich rasend verbreitet, nämlich aus der Matrix immer hell, immer schneller, immer höher, immer weiter, immer besser, immer wichtiger, immer reicher und. Und es muss anscheinend wirklich so etwas daherkommen, dass der Mensch ein bisschen zur Besinnung kommt. Und das halte ich für eine Riesenchance für die ganze Menschheit, um Kraft zu schöpfen aus dem, was jetzt passiert. Natürlich ist es wichtig, die Richtlinien, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, wirklich einzuhalten, weil ich glaube, es hat mit Verantwortung für sich, aber speziell auch für andere zu tun. Das sollte man machen, bleibt daheim, schränkt eure Beziehungen, eure Kontakte wirklich ein. Das macht Sinn und das hilft. Und im Übrigen möchte ich einfach noch sagen, dass dieser Text, der von manchen schon falsch interpretiert worden ist, weil da ein Satz drinnen steht, der heißt, du bist krank, unheilbar, sagt der Arzt. Ich darf jetzt als Texter das einmal selber interpretieren. Der steht im Konjunktiv. Stell dir einmal vor, dass du krank bist und der Arzt gibt dir die Botschaft, das ist unheilbar, dann würde sich ein Denken einstellen. Das ist damit gemeint. Und zum Schluss lautet die Auflösung, weil du bist ja gesund. Das wollte ich euch mitgeben. Haltet inne und denkt noch, nutzt die Zeit, um zu euch zu kommen. Alles Gute und haltet durch. Ciao. Ja. Und da fällt mir noch etwas ganz Essentielles, Wichtiges ein. Es gibt da draußen hunderte Menschen, die jetzt Herz und Kraft beweisen, für andere Menschen da sind, weit mehr als 5 Minuten, und denen gehört einmal ein riesiges Dankeschön gesagt. Ob das jetzt der LKW-Fahrer ist, der Ware von A nach B bringt, ob das die Kassiererin oder andere Mitarbeiter in einem Lebensmittelgeschäft sind, ob das jetzt Ärzte sind, Pflegerinnen, Krankenhauspersonal und. Man darf nicht vergessen, wie viel Humanität diese Menschen jetzt beweisen. Und dafür gibt es von mir ein riesiges Kompliment und ein noch größeres Dankeschön für dich.